Genau, danke vielmals, Suad. Herzlich willkommen. Es freut mich extrem, euch auch von meiner Seite zu begrüßen. Wie Suad bereits gesagt hat, mein Name ist Jamie Frey auf Dröse. Ich komme hier zu Ihnen von einem unabhängigen Vermögensverwalter, WHVP. Und ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass die nächste Generation ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Es geht nicht nur um FINMA-Regulierungen, es geht auch darum, was können wir in Zukunft machen, dass unser Geschäftsmodell profitabel bleibt. Und wir stehen aktuell vor dem grössten Vermögenstransfer in der Geschichte der Menschheit. Ich glaube, das lohnt sich, 40 Minuten auf das Thema zu verwenden. Wie bereits von der Suad gesagt worden ist, habe ich da ein sehr hochkarätiges Panel mit mir und ich bin sehr gespannt, was Sie uns da können, euren Erfahrungen und Ihrem Wissen teilen. Wir haben das schon gehört, wir haben Sibyl Weiss, die seit einem Jahr der CEO ist von Tareno. Sie hat schon eine sehr langjährige Karriere in der Vermögensverwaltungsbranche und ist auch eine von den wenigen Frauen, die einer der sehr grossen Vermögensverwalter führt. Wir haben den Markus Winsch da, ist der CEO von Swiss Partners. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen, wird wohl der meiste von euch ein Begriff sein. Und dann haben wir ebenfalls Desiree Dosch da. Sie ist Gründerin und auch Geschäftsführerin von Alvicus. Das ist eine Consulting-Firma, die spezialisiert ist, Unternehmen zu helfen mit der strategischen Ausrichtung für die nächste Generation und auch für weibliche Kunden. In der nächsten Dekade gehen 30 Trilliarden an die nächste Generation über und ein grosser, wichtiger Teil dieser nächsten Generation sind eben auch weibliche Kunden. Ich glaube, dort lohnt es sich hervorzuheben, dass das Vermögen von Frauen aktuell sehr viel schneller wächst als das von Männern. Wir sind ein bisschen über 7% gegenüber ein bisschen über 5%. Für mich ist das Thema extrem spannend, weil ich als Vertreterin von der nächsten Generation jetzt so über Unternehmen gerade übernommen habe, wo ich tätig bin und was mich würde freuen ist, wenn ich von meinen drei Gästen könnte als erstes hören, warum ist das Thema für euch interessant, warum sind ihr heute da, warum habt ihr das Gefühl, dass es sich lohnt, 40 Minuten über die nächste Generation und Frauen zu reden. Gerne. Also auch von meiner Seite herzlich willkommen. Warum ich daran glaube, dass es wichtig ist, dass man das Thema mehr redet, ist, weil es ein Thema ist, wo vielleicht noch ein bisschen belächelt wird oft und so ein bisschen als nicht ernst genommen wird. Man hat das Gefühl, die Generation kommt dann sowieso den Älteren an und folgt mehr oder weniger deren ihre Footsteps. Aber ich glaube, das wird sich extrem ändern und viele werden mehr ihren eigenen Weg gehen wollen, ihre eigenen Visionen erfüllen wollen, ihr eigenes Leben so gestalten, wie sie es für richtig halten. Ich glaube, die Älteren oder die Generationen davor können eine grosse Begleitung dabei sein. Aber ich glaube, das Selbstfinden und die Selbstgestaltung vom Leben, das wird bei der jüngeren Generation immer mehr in den Vordergrund treten. Und darum glaube ich, dass es dort sehr, sehr wichtig ist, dass man dort auf die Bedürfnisse auch ein bisschen mehr Augenmerk drauf hat und die Knäuel sich anlässt. Vielen Dank. Desiree, zuerst mal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du mich da als Quotenmann eingeladen hast. Herzlichen Dank. Wenn ich etwas darf, so auf der wirtschaftlichen Seite sagen dazu, oder? Wenn ich heute unseren Kundenstamm anschaue von Swiss Partners und ich davon ausgehe, dass Swiss Partners noch 20 Jahre gibt, dann kann ich euch sagen, ob wir nichts machen für die junge Generation und vor allem für die weiblichen Kunden, haben wir in 20 Jahren keine Kunden mehr. Es sei denn, wir akquirieren so viel dazu und da kommen wir ja nachher noch dazu, wie schwierig das ist, jüngere Kunden und auch weibliche Kunden zu akquirieren. Danke vielmals. Für mich ist die ökonomische Relevanz von Frauen als Kundensegment ist absolut gegeben. Wie du schon angesprochen hast, es lenkt eigentlich einen Blick auf ganz wenige Zahlen, um zu zeigen, dass es sich lohnt, das Kundensegment aktiv zu bewirtschaften, aktiv anzugehen. Oder Frauen stellen 50% von der Weltbevölkerung dar und besitzen bereits jetzt knapp 40% vom weltweiten Vermögen. Und auch das Potenzial ist, so wie du gesagt hast, Anja, wächst viel schneller, weil sie länger leben, weil sie öfters in Beerbschaften berücksichtigt werden, aber auch, weil sie öfters einer Arbeitstätigkeit nachgehen, oder? Und so ein bisschen die Aufbruchsstimmung von den Frauen als Kundensegment, das kann ich sogar bei uns im Mikrokosmos Tareno feststellen. Nämlich, wenn ich Kundenlisten anschaue, von den letzten 12 Monaten, also Neukundenlisten über die letzten 12 Monate, dann
sehe ich da ganz viele weibliche Kunden darunter. Und das ist enorm erfreulich, oder? Aber das zeigt mir auch klar, dass das ein Bedürfnis ist am Markt, dass die Nachfrage real ist und sie ist akut, oder? Wir reden ja in der Finanzindustrie oftmals von Trends oder Konsolidierungen, es wird dann irgendwann stattfinden oder auch nicht, warten wir immer noch drauf. Aber das ist etwas Akutes und darum haben wir uns ganz klar und aktiv entschieden, das Kundensegment aktiv anzugehen. Das ist extrem spannend zu hören, dass in den letzten Jahren oder im letzten Jahr die Anfragen von Frauen so intensiv zugenommen hat. Hast du das Gefühl, das kann sein, weil du jetzt als Frau die Führung vom Unternehmen übernommen hast, oder haben dir da noch andere Schritte in den Weg geleitet, um weibliche Kunden spezifisch anzusprechen? Also ich glaube, bei der Analyse, bei der Akquise ist der Faktor Mensch der entscheidende Faktor. Der nimmt eine ganz wichtige Rolle ein. Das Private Banking ist ein People's Business, oder? Es heisst nicht umsonst Relationship Manager. Und in der Psychologie befasst man sich im Detail damit, aber eigentlich geht es darum, dass Menschen ein sehr starkes Bedürfnis haben nach Ähnlichkeit. Oder anders ausgedrückt, uns allen sind Menschen sehr sympathisch und eine starke Ähnlichkeit mit uns aufweisen. Und natürlich gibt es verschiedene Kriterien, aber gerade Alter, Geschlecht, Aussehen, das ist halt etwas, was gerade sehr offensichtlich ist, oder? Und das kann ich prüfen, ohne dass ich jemals mit dem Menschen geredet habe. Und darum denke ich, bei der Akquise ist das Thema Wiedererkennen ein sehr starker Fokus, den man darauf legen sollte. Oder wir haben ein Beispiel aus der Praxis, wir haben einen Kundenberater, der ein Ehepaar betreut, schon über 5 Jahre, Schweizer Ehepaar, alles gut. Und als die Ehefrau dann aus den Medien gelesen, den Artikel über mich, dass ich neben der CEO-Rolle auch einen Kundenstamm betreue und Kundenberatung übernehme, hat sie unbedingt zu mir wollen. Und das ist ja mega merkwürdig, weil der Kundenberater, wie auch ich, wir arbeiten für die gleiche Firma. Also das Produktoffering ist genau dasselbe, 1 zu 1 identisch, oder? Also ist eigentlich nur der Faktor Mensch, der Kundin mit der Dienstleistung verbindet. Und darum glaube ich ganz stark, dass man Kundenberaterinnen muss anstellen muss. Dass das funktioniert hat bei mir so, funktioniert. Aber auch das ist gerade leider der Engpass bei dieser ganzen Geschichte. Ja, danke vielmals. Extrem spannende Einblicke in die Praxis. Desiree, du hast ein bisschen mehr Aussenperspektiven als unabhängige Beraterin oder Consultant. Kannst du das bestätigen oder sind deine Erfahrungen in eine ähnliche Richtung? Also absolut, ich kann das total bestätigen. Ich glaube, viel ist, wie es jetzt da gut durchgesagt ist, Sibylle, ist auch im Unterbewusstsein, oder? Ein Entscheid, dass eine Kundin so einen Entscheid vielleicht bewusst trifft und sagt, ich möchte meinen Berater wechseln, ist etwas. Aber ich glaube, oft ist auch, wie nur schon immer schafft, dass in der Firma mehr Frauen tätig sind, mehr auch jüngere Generationen tätig sind, dass einfach auch neue Bedürfnisse mehr aufgebracht werden. Und das verändert schon den ganzen Spirit von einem Unternehmen an sich. Und das geht natürlich nachher über die DNA dann auch raus und wird dem Kunden gegenüber auch wieder widerspiegelt. Mhm. Das ist ein extrem gutes Beispiel, man ist eigentlich grundsätzlich immer auf die sympathisch, die einem ähnlich sind. Das trifft absolut zu. Und darum redet man ja auch oft, da gibt es verschiedenste Modelle, wenn man auch Leute anstellt oder wenn man versucht, ein Team zu evaluieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um da eben die Diversität auch reinzukriegen. Das ist nicht nur mit Geschlecht, sondern es hat auch mit Ausrichtungen zu tun. Wer ist extrem detailorientiert, wer ist offen, wer ist kreativ, was auch immer. Und das sind alles Faktoren, die man auch dort muss berücksichtigen muss, die natürlich den kompletten Spirit von einem Unternehmen, von einem Team beeinflussen können. Allein schon, jetzt, wenn man auf Frauen oder jüngere Generationen geht, ist es nur schon, dass man einfach auch externe Berater dazu nimmt. Oder dass man halt eine Idee durch jemanden externes prüfen lässt oder eine Idee brainstormt mit jemandem externem dabei, weil einfach dann nochmal neue Ideen aufkommen. Ja. Und das gibt dann wiederum eigentlich den Spirit, den man auch den Kunden gegenüber kann ausstrahlen kann. Also das ist sicher ein Punkt, wo wir jetzt auch versuchen zu überbrücken, genau wegen dem Engpass. Oder? Man findet sie vielleicht noch nicht so oft oder das hört man sehr viel auch. Ich glaube, es stimmt sicher zu einem gewissen Punkt. Man kann aber vielleicht auch dort immer mehr damit machen, dass man darüber redet, dass man vielleicht auch Quereinsteiger die Optionen ermöglicht, in so eine Branche zu wechseln. Weil ich glaube, es gibt extrem viele spannende Optionen und Möglichkeiten, indem man auch ein Arbeitsmodell aufrecht hält oder ein Unternehmensmodell aufrecht hält, das eben auch für vielleicht Frauen attraktiv ist. Da kommt man wieder aufs klassische Beispiel, Mutterschaft, Kind. Ja, das sind nur wir, die Kinder auf die Welt stellen. Wenn man da halt auch als Arbeitgeber attraktiv ist und Flexibilität einräumt, dann kann man die abhalten. Mhm.
Markus, als CEO von einem grösseren Unternehmen, wir haben es jetzt von beiden Seiten ein bisschen gehört, dass der Flaschenhals auch ein bisschen dran ist, geeignet, die wirklichen Mitarbeiterinnen einzustellen, auf Relationship-Management-Seiten, aber sicher dann auch auf Level Geschäftsleitung und Verwaltungsrat. Was sind da deine Erfahrungen? Was kann man als Unternehmen machen, um sich so positionieren, dass man attraktiver werden für weibliche Kandidaten und dass man sich auch aktiv um die bemühen kann? Du hast es jetzt gerade gesagt, wie schwierig das ist. Es ist nicht da sehr schwierig. Es ist schon bei den männlichen Kollegen schwierig, geschweige denn bei den weiblichen Kolleginnen. Wir haben jetzt Glück, dass wir die nächste Generation vertreten haben im Verwaltungsrat mit einer Frau, die einen substanziellen Anteil hat von unserer Firma, die sie vom Vater bekommen hat, in Form von einer Vorerbschaft. Und das hilft sehr. Und sie hat jetzt unter anderem ein Programm auf die Beine gestellt, Finance for Women, wo wir so eine Vortragsserie machen zu den verschiedensten Themen, unter anderem eben auch mit dem Ziel, Kunden-Relationship-Managerinnen zu gewinnen, aber auch bestehende Kunden oder potenzielle neue Kundinnen weiterzubilden, zu educaten, wo ich glaube, ein Riesenthema ist. Weil viele von diesen weiblichen Kundinnen natürlich zum Teil von über Nacht zu Vermögen gekommen sind. Ich rede jetzt mal eher von der vielleicht älteren weiblichen Kundschaft. Und oft sind da Fragestellungen rum, wo ausgebildet gehören, wo man die Leute muss educaten, weil wahrscheinlich in den vergangenen 20 Jahren das immer der Mann gemacht hat und auch bestimmt hat, was läuft. Zack, bumm, die alte Generation. Auch unser durchschnittlicher Kunde, ich habe das letzte Jahr an dem Panel schon gesagt, ist jetzt bei fast 70. Und das ist wahrscheinlich bei euch auch nicht viel anders, immer noch nicht viel anders. Und darum ist es wichtig, dass man mit ganz einfachen Mitteln die Leute auch in die Materie einführt. Ja, von der ganzen Perspektive von der Akquise, was sicher sehr interessant und wichtig ist, gibt es natürlich dann den anderen Aspekt, und das ist, die weiblichen Kunden zu behalten, wenn sie zum Beispiel Geld erben von ihrem Ehemann, vom Vater, oder nicht selbstverständlich auch, wenn sie Geld selber eingebracht haben. Aber es gibt auch interessante Studien, die sagen, dass Frauen in 80% der Fälle innerhalb von einem Jahr ihren Finanzberater wechseln, wenn sie das Geld vom Mann erben. Was kann man denn da als Finanzinstitut, als unabhängiger Vermögensverwalter, auf was sollte man den Fokus legen, wenn man Frauen betreut als Kunden, wenn man sie auch erfolgreich akquirieren kann oder wenn man dann einen bestehenden Kunden hat? Beim Investieren und beim Betreuen glaube ich eigentlich zuerst grundsätzlich, dass Mann und Frau gar nicht so unterschiedlich ist. Weil wenn jemand investieren will, dann muss er ein gewisses Komfortlevel haben, damit er das macht. Und beim Betreutsein will er einfach gut betreut sein, das wollen auch beide. Ich glaube, der Unterschied zwischen Mann und Frau diesbezüglich ist einfach, dass der Weg bis zu diesem Komfortlevel bei der Frau viel länger geht. Oder ich bin wirklich kein Freund von Schubladendenken und Verallgemeinerungen, aber es gibt Untersuchungen, die tatsächlich bestätigen, dass es gewisse Unterschiede gibt beim Anlegen zwischen Mann und Frau. Das ist zum einen die Risikoaversion. Frauen brauchen oder haben ein höheres Sicherheitsbedürfnis. Sie verfügen über weniger Finanzwissen, weil sie eben, wie du gesagt hast, früher sich nicht haben wollen, dürfen, müssen darum kümmern. Und sie brauchen mehr Informationen, um zu einem Anlageentscheid zu gelangen und somit mehr Zeit. Und da, glaube ich, um das zu adressieren, sind Finanzinstitute gut beraten, wenn sie sich auf zwei Aspekte fokussieren. Das ist zum einen Finanzausbildung und zum anderen Finanzberatung. Bei der Ausbildung würde es darum gehen, dass man einfach Seminar macht, Webinar, Events, Leitfaden zur Verfügung stellt für die Frauen, damit die ihr Rucksäckchen an Finanzwissen können, aufstocken, oder? Und mit dem ganz klaren Ziel, dass je mehr Finanzwissen eine Person hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Schluss investiert. Und gerade bei Frauen ist das zentral, weil die sitzen auf 2/3 Cash, oder? Dann wäre das wichtig. Und gerade beim Betreuen, mir hat eine Kundin nach dem zweiten Gespräch hat sie gesagt, Frau Weiss, ich bin so erleichtert, vielen Dank für die Erklärungen, die Sie mir gegeben haben. Wissen Sie, ich habe mich die Fragen beim vorigen Betreuer nie getraut zu fragen, weil es sind ja blöde Fragen und ich komme einfach zu wenig daraus. Ja, und das zeigt halt, dass man
dass es einen Unterschied gibt, oder? Und dass wir diesen potenziellen Unterschied Rechnung tragen. Und wir versuchen, die Lücke vom finanziellen Selbstvertrauen zu schließen, indem wir einfach jede Person dort abholen, wo sie steht. Und dann begleiten, bis eben das Comfort-Level erreicht ist für jeden, bis sie sich vollständig oder zu 100% hinter die Anlage, hinter die Anlagenstrategie, hinter alles wirklich mit bestem Gewissen und Wissen dahinter steht. Also ich glaube, in der Kundenbeziehung fängt es schon viel früher an. Also wir versuchen oder ich versuche, möglichst früh Kunden immer zu zweiten zu sehen. Oder möglichst mit der ganzen Familie. Mindestens einmal oder zweimal im Jahr. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man irgendwie auch Beziehung schon kennenlernt zwischen dem Ehepaar, Beziehung zu den Kindern. Und nicht erst dann, wenn der Patron oder der Vater, der Familienvater nicht mehr da ist, dass man versucht, die ganze Familie möglichst früh zu involvieren. Dass sie einen kennenlernen, weil it's all about trust. Und Vertrauen, das wächst einfach nicht über Nacht, das geht Jahre. Also ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, dass wir früh anfangen. Also stimmen beiden total 100% zu. Ich glaube, was einfach noch dort auch noch ein bisschen mehr gemacht werden kann, ist wahrscheinlich auch gegenüber einem bestehenden Kunden, der halt oft auch männlich ist, oder sehr häufig im Moment männlich ist, noch aufzeigen, was sind die Vorteile, wenn man die Familie integriert. Was ist der Vorteil, wenn man die Frau integriert, wenn man die Erklärungen bietet, vielleicht die Spargespräche mehr macht. Weil es hilft nicht am Schluss nur ihr oder dem Kind, sondern auch ihm. Weil er fühlt sich dann einfach auch sicher, dass das Vermögen in einem gewissen Sinn auch richtig übergeben wird, dass verstanden wird, woher das kommt, vielleicht seine Wünsche, seine Vision auch von dem weitergetragen wird. Und ich glaube, die Diskussion, nur schon über das Geld reden, machen viele nicht. Auch wenn man das Gefühl hat, man macht das sehr oft, aber sehr viele Familien reden nicht über das. Und ich glaube, da fängt es auch früh an als Berater, wo man kann sagen, man integriert die Gespräche viel, viel früher, einfach mehr auf einer Wertebene und nicht unbedingt auf einer Anlagestrategieebene, sondern wirklich einfach auch, was soll mit dem Familienvermögen passieren, wo soll es hin, was sind Ursprungsideen gewesen und wo sind Ziele. Und ich glaube, das ist etwas, was man sehr, sehr gut früh machen kann. Ich höre noch von vielen, auch von früher, von Kunden, die gesagt haben, nein, das muss sich meine Frau nicht darum kümmern oder meine Kinder, die kriegen dann die Erbschaft irgendwann. Jetzt ist es eh noch zu früh und dann ist es wie zu spät. Und wenn dann noch der emotionale Aspekt dazu kommt, dass vielleicht jemand irgendwie verstirbt oder so, dann ist es einfach nochmal der falsche Zeitpunkt, über so Themen zu reden und darum früh mit dieser Diskussion auch anfangen und dort Überzeugungsarbeit leisten, dass es extrem wichtig ist. Das ist, glaube ich, etwas, was man früher machen kann und dort auch durch das Vertrauen, wie Markus gesagt hat, kann gewinnen. Ja, das ist eine super gute Überleitung, weil wir wollen heute nicht nur über Frauen reden, sondern auch über die nächste Generation und die besteht bekanntlich auch aus 50% Männern. Wie ist denn das in der Praxis, in der Erfahrung, wann ist nach eurem Gutdünken, Markus, und sie will den richtigen Prozent, den richtigen Moment, um die nächste Generation einzubinden. Wir haben von der Desiree gehört, früh ist gut, gibt es zu früh oder kann man gar nicht zu früh anfangen? Was sind da eure Erfahrungen in diesem Bezug? Also zu früh gibt es wahrscheinlich, ist von Situation zu Situation verschieden. Und ich versuche wirklich Kunden frühzeitig zu überzeugen davon, zum Beispiel, indem er dem Kind einen gewissen Betrag einmal schenkt oder vorvererbt und sie machen lässt. Und da gibt es natürlich die ganz Kritischen, die sagen, ja, meine Tochter hat das eh nicht im Griff und mein Sohn, der verjubelt es nur und weiss ich was. Aber es ist erstaunlich, wie diszipliniert dann viele Junge sind und sich wirklich dann mit dem Thema auseinandersetzen und dann in sehr kurzer Zeit auch viel wissen. Musst dann einfach als Anlage, als Relationship Manager, musst dann immer auch mithalten können. Und darum glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir uns auch konstant weiterbilden in diesen neuen Themen, wo jetzt die junge Generation damit kommt. Weil sobald die merken, dass du keine Ahnung hast, von was sie reden und was ihre Bedürfnisse sind, ist es natürlich schwierig, dann als Vermögensverwalter von der letzten Generation die junge Generation noch zu überzeugen, dass sie jetzt bleiben sollen als Kunde. Aber ich glaube, je früher, desto besser. Also ich meinte, wenn heute jemand ein Studium abgeschlossen hat oder im Studium ist, gibt es für mich jetzt keinen Grund, warum das nicht einen gewissen Teil vom Vermögen an die nächste Generation soll. Bei uns haben wir herausgefunden, dass es eine rechte Herausforderung ist,
oder die Herausforderung, besser gesagt, ist der Spagat, den man machen muss, wenn man verschiedene Generationen in einer Firma ansprechen will. Oder, da kommen ganz viele Herausforderungen und ich glaube, die haben ihr alle auch schon gehabt. Nämlich nur schon der Kommunikationsstil auf der Webseite. Gehe ich jetzt raus mit du oder mit sie? Oder, das ist eine Generationenfrage. Die ältere Generation, wenn die du liest, dann ist die irritiert und vielleicht beleidigt. Wenn die jüngere Generation, die fände aber das Du sehr noch empathisch und selbstverständlich, oder? Und dort fängt es an, wie viel kann man sich verändern innerhalb von der Firma, ohne dass man die bestehende ältere Kundschaft verärgert, vor den Kopf stößt. Aber trotzdem kann man ja nicht stehen bleiben, man muss sich weiterentwickeln und Neues probieren. Und wir sind einfach zum Schluss gekommen, dass die richtige, also die echte Herausforderung im Private Banking, der kommt mit der Generation Z. Generation Z, das sind die, die geboren sind ab 1997. Und das ist die Generation von den Influencer und von den YouTube-Stars. Oder? Weil die haben Digitalisierung vom Alltag voll im Blut. Die haben nicht vor, auch nur einmal einen Fuß in eine Bank zu setzen, geschweige denn mit einem Banker im Anzug am Tisch mit dem zu reden. Oder die wollen eine App, die wollen schnell, die wollen immer, die wollen günstig, die wollen jetzt. Und da haben wir einfach müssen sagen, wenn wir diese Kunden ansprechen oder diese Zielgruppe ansprechen wollen, dann muss man einen neuen Hut aufhaben. Dann muss man eine neue Brand kreieren. Und das können wir jetzt, für uns haben wir das entschieden, können wir nur außerhalb der bestehenden Strukturen bewerkstelligen. Oder? Und für uns sind Kooperationen eine geeignete Form für das. Vor allem Kooperationen mit Fintechs, da haben wir gerade eine abgeschlossen, die wir in ein paar Wochen können bekannt geben können. Weil so hat man die Chance, sich weiterzuentwickeln, etwas zu probieren für eine neue Zielgruppe, aber ohne, dass sich das laufende, bestehende Geschäft gefährden tut. Ja, sehr spannend. Wie sieht das aus? Jetzt, wir haben jetzt über Generation Z etwas gehört. Dazwischen wären ja die Millennials und das sind jetzt die, die vielleicht noch ein bisschen näher vor der Tür stehen. Ich glaube, die sind schon, Generation Z ist sicher noch im Vermögensaufbau. Bei den Millennials hat sicher schon gewisse vermögende Kunden. Was sind dort für Themen, die für die Kunden wichtig sind, die jetzt vielleicht für die ältere Generation nicht so wichtig sind? Also wo, als Relationship Manager, was muss man jetzt wissen, wenn man vielleicht selber nicht gerade ein Millennial ist und wo kann man sich auch das Wissen aneignen? Also ich denke, das Wissen aneignen kann man sich sicher einerseits, wenn man mit Millennials redet und herausfindet, das sind genau deren ihre Bedürfnisse, dass man versucht, irgendwie das Wissen auch wirklich hautnah zu bekommen. Man ist erstaunt, wenn man auf einmal einfach einmal die Kunden zusammentrudeln oder die Kinder von Kunden und mal mit denen ein offenes Gespräch führen. Wir haben es gerade mit einem Family Office gemacht vor einer Woche. Sensationelle Diskussionen, extrem offene Diskussionen und dort zieht man wahnsinnig viel Wissen mit raus. Das andere ist, Millennials sind glaube ich so ein bisschen Fisch noch Vogel. Ich glaube, die sind ziemlich geprägt noch ein bisschen von den Älteren und von der Generation, die eben nicht digital aufgewachsen ist. Wir sind noch nicht so auf YouTube und Instagram wie jetzt Gen Z. Also ich glaube, die brauchen den Mischmasch von beidem. Die brauchen einfach immer noch ein bisschen den persönlichen Kontakt, aber die wollen auch digital 24/7. Ich glaube, das wird aber auch immer mehr gestärkt werden, weil ich glaube, Digitalisierung und einfach zugänglich sein zu gewissen Informationen wäre ein Grundbedürfnis. Wo die jetzt vielleicht heute schon einen gewissen Unterschied wollen, ist wahrscheinlich das Thema, und das sehe ich jetzt einfach auch in meinem Umfeld, aber auch was ich höre von vielen Kunden, ist Nachhaltigkeitsthematik. Also ich glaube, dort ist jetzt schon so der erste Schritt, wo man einfach sagt, ich will, es muss mit meinen Werten übereinstimmen. Und ich glaube, der Punkt, da ist man schon bereit, jemanden zu wechseln oder einen Kundenberaterwechsel vorzunehmen, einen Bankwechsel vorzunehmen, wenn man merkt, dass die Werte nicht mit einem selber übereinstimmen. Und ich glaube, das ist das Erste, wo man anfangen kann, auch da wieder Diskussion suchen, versuchen, die Werte herauszufinden, in welche Richtung das es geht. Oft ist die Generation jetzt gerade, wie du sagst, in einer Familienübernahme oder in einer Generationsübernahme. Die sind selber vielleicht schon erfolgreich, die haben schon gewisse Potenziale. Also ich glaube, dort kann man schon sehr gut abschätzen, wo das ungefähr hingehen könnte. Und ich glaube, dort ist dann eben die Frage, wie finde ich die persönliche Diskussion, wie kann ich aber auch auf Augenhöhe diskutieren, was ganz, ganz wichtig ist, die Generation auch ernst nehmen und nicht belächeln. Und ich glaube, das ist so der Schritt, den man in dem Bezug definitiv machen kann und auch wirklich noch gut abholen kann. Ich komme nochmal auf das Thema Ausbildung und Weiterbildung. Oder? Ich glaube,
Der wichtigste Faktor für uns, wenn wir das aktiv noch erleben wollen, die nächste Generation als Berater, ist, dass wir uns konstant weiterbilden. Wir haben das gestern an einem Seminar gehört, das wir hatten, in einem anderen Zusammenhang, von zwei jungen Kunden, von Vermögensverwaltern, von externen jungen Unternehmern, sehr erfolgreich, die sich vorgestellt haben und ihre Beweggründe bekannt haben, warum sie jetzt bei dem oder bei dem Vermögensverwalter Kunde geworden sind. Und das ist schon interessant zu hören, gerade die Generation, die du ansprichst, die haben ein Mischmasch, die haben viele VCs, eigene, die haben 60 Investitionen im Moment laufen. Ich habe von diesen 60, die haben es gezeigt, mit dem Namen, ich habe 3 gekannt, peinlichst, 57 noch nie etwas gehört davon, grosse Player im Tech-Bereich. Und haben dann aber auf der anderen Seite die NNRs von dieser Welt, oder? Also Nestlé, Novartis, Roche, genauso wie Tech-Aktien. Und das heisst, für uns als Berater, du brauchst einen extrem breiten Fundus an Wissen, damit du den Kunden auch kompetent kannst beraten. Weil eins ist klar, das Vis-à-vis merkt sofort, ob du eine Ahnung hast oder nicht. Und die Frauen merken es noch schneller als die Männer. Weil bei den Männern kannst du zum Teil noch darüber hinweg bluffen, die hören zum Teil auch nicht so richtig zu. Aber die Frauen, die hören zu und die merken es. Wenn du mich fragst, oder, was ist bei uns die jüngere Kundschaft, oder, dann ist es bei uns eigentlich die als nächstes erbt. Und das ist die Generation X. Oder? In der Schweiz erbt man im Schnitt im Alter von 60. Das heisst, wir gehen davon aus, dass die Bedürfnisse dann von dieser Generation nicht diametral anders sind, wie die Bedürfnisse von den Kunden, die wir jetzt schon betreuen. Es gibt ein bisschen weniger Druck, sage ich jetzt mal. Und als EAM muss man einen klaren Zielkundenfokus haben. Oder? Wir sind alle als KMU unterwegs. Das heisst, wir können es uns gar nicht erlauben, zu verzetteln. Das heisst, unser Zielkundenfokus ist ganz klar auf Generation X, auf Frauen und auf Unternehmer. Unternehmer sind halt die Henrys, oder? High Earners, Not Rich Yet. Besonders interessant aufgrund von der Altersstruktur, aber auch wegen der Zeitknappheit. Oder? Die brauchen individuelle Gesamtlösungen und durch das Private Banking eigentlich recht gut vorbereitet. Ja gut, danke vielmals für alles, was ihr geteilt habt. Wir sind uns langsam so ein bisschen gegen das Ende dieser Panel-Diskussion am Bewegen. Wir haben jetzt sehr viele Sachen gehört. Ich bin sicher, unser Publikum hat sehr viel mitnehmen. Vielleicht, ich weiss, es ist ein bisschen herausfordernd, aber vielleicht kann jeder von euch sagen, was sind die nächsten 1, 2, 3 Sachen, die ein unabhängiger Vermögensverwalter sollte angehen, der sagt, hey, ich bin jetzt vielleicht zu sehr ausgerichtet auf ältere Leute, zu sehr ausgerichtet auf Männer. Ich möchte von der nächsten Generation können profitieren, ich möchte mehr Frauen ansprechen. Wo sollte so eine Person anfangen? Also ich fange es gerade mal an. Ich glaube, über den Tellerrand hinweg schauen, mal die Komfortzone verlassen, wirklich versuchen, zu einem Netzwerk zu gelangen, zu dieser Generation zu gelangen, die vielleicht sehr extrem ist. Also ich glaube, es macht absolut Sinn, jetzt schon die Gen Z anzuschauen und auf die hinzuschaffen, weil dann holt man die anderen auf dem Weg irgendwie dann auch noch ab. Aber ich glaube, da ist wirklich so out of comfort zone und über den Tellerrand hinweg ist sicher ein Step, den ich schwer empfehlen würde. Das andere ist, nicht bequem werden. Es geht uns extrem gut. Ich glaube, der Finanzindustrie geht es extrem gut. Es gibt einen Haufen Neues, die kommen. Ich glaube, die Welt dreht sich extrem schnell. Noch schneller als wahrscheinlich in den letzten paar Jahrzehnten. Wie du gesagt hast, weiterbilden, parat bleiben, dranbleiben, flexibel bleiben. Das ist, glaube ich, so der zweite Punkt, wo man mitnehmen kann. Und das Letzte ist, wo ich einfach sage, auch persönlich immer wieder versuchen, offen zu sein für Neues. Und auch dort eben Kunden zusammenbringen, irgendwie versuchen, auch neue Lösungen zu finden, Partnerschaften zu finden, Alternativen zu finden, dass man dort einfach auch versucht, sein Businessmodell in andere Seiten auszubreiten, auszuwinden, wo auch dann oft sehr nützlich kann sein, zum Beispiel, wenn es heute Morgen gehört, Wertschöpfung bringen für den Kunden. Ich glaube, das Finanzielle ist eins, aber ich glaube, wo ein Vermögensverwalter oder ein EM kann profitieren, ist eben auch mit ganz anderen Thematiken mit den Kunden zusammenbringen und denen ihr persönliches, aber auch ihr berufliches Umfeld noch zu bereichern. Und ich glaube, mit dem kann man noch sehr, sehr viel zusätzlich bieten als nur die klassische finanzielle Vermögensverwaltung. Ja, du hast vieles gesagt, besten Dank. Ich habe vielleicht noch zwei Inputs. Erstens,
Schaut, dass ihr eure junge Generation in eurer Kundschaft könnt ausbilden könnt, indem ihr die zum Beispiel einladet für Stage. Wir machen das, versuchen das zu machen, regelmäßig, dass wir von wichtigen Kunden die nächste Generation bei uns arbeiten lassen, während ein paar Wochen, Sommerstage, während der Studienferien und so Sachen. Und das Zweite, was wir jetzt angefangen haben, oder was ich auch versuche, ist maßgeschneiderte Events und Abenteuer zu machen für ausgewählte Kunden. Nicht das Mainstream-Zeug, Formel-1-Rennen und Golfturnier und weiss ich was, das haben wir jetzt alle gesehen, das will keiner mehr. Aber versucht, etwas maßgeschneidertes auf den Kunden zu veranstalten, wo der Kunde weiss, wow, das macht er jetzt nur für mich. Und es ist auch nicht verboten, wenn er den Kunden mal etwas allein machen lässt, ohne dass er dabei ist, indem er ihn einfach einladet. Und dann kann er es nämlich organisieren, wie er will. Aber er weiss, er ist von uns eingeladen worden und wir haben es organisiert. Aber spezielle Sachen, wo der Kunde sonst so nicht dazukommt. Also wenn ein Kundenberater auf die jüngere und weibliche Kundschaft abzielt, dann bin ich wieder mit dem Thema von Gleichgesinnten angesprochen zu werden. Oder? Und da muss man zuerst halt selber mal die Firmenstruktur anschauen. Oder? Wie steht die da? Was für Veränderungen kann ich machen? Kann ich junge Mitarbeiter ins Management einbinden? Oder kann ich an der Geschlechtergleichstellung arbeiten? Oder? Und wenn man das gemacht hat, dann passiert sehr viel recht automatisch und wie aus einer Selbstverständlichkeit, weil man plötzlich die Bedürfnisse auch erkennt von dieser Zielgruppe. Warum? Weil man selber zu dieser gehört. Die Kommunikation verändert sich, ja, weil man selber so denkt und fühlt. Und auch das Angebot verändert sich, weil man selber so investieren will. Was es ja nicht sein darf, ist, es darf kein Marketingkonstrukt sein. Oder das nehmen einem die Leute nicht ab, das haben ein paar versucht, das scheitert wirklich grandios. Es muss aus der Firmen-DNA kommen. Oder? Und der Spagat, den ich vorher angesprochen habe, inwieweit sich jede Firma eben kann verändern in die eine oder andere Richtung, das ist jedem selber überlassen. Oder jeder hat eine andere Historie. Und da muss man einfach herausfinden, wo die Grenzen sind und was kann ich machen und wo kann ich eben mit Kooperationen arbeiten. Aber ich glaube, wenn jeder mit seiner DNA, wirklich authentische DNA rausgeht am Markt, dann ist das spannend, dann haben wir nämlich keine homogene EAM-Gruppe, sondern jeder steht für seine Firmen-DNA ein. Und ich glaube, es hat Platz für alle. Wunderbar, danke vielmals für alles, was ihr jetzt schon geteilt habt. Wir haben uns sehr gut das Zeitmanagement gehalten. Das heisst, wir haben noch ein paar Minuten übrig für Fragen. Möchte ich jemand an Panel, an mich, an die Gruppe eine Frage stellen zum Thema Next Generation und Female Wealth? Ja, ich glaube, ich muss einfach ein bisschen laut reden. Weniger bezahlen. Wenn man aber gerade die YouTuber und Influencer anschaut, für was dass die alles Geld ausgeben und richtig Geld ausgeben, frage ich mich, fällt es nicht einfach ein bisschen am Bewusstsein von dieser Generation, was für einen Service das mir bietet? Oder ist es so, wie es Desiree gesagt hat, dass Vermögensverwalter einfach ein bisschen zu bequem sind und sagen, okay, dann habe ich nur noch 80%, das ist immer noch mehr als null, aber ich habe immer noch etwas. Also ich denke, ja, sie sind preissensitiv, oder, wenn wenig zahlen. Aber ich glaube, die Ansprüche steigen auch mit dem Vermögen. Oder? Wenn es komplexer wird, wenn das Vermögen so gross ist, dass es einfach nicht mehr das Q&A im App kann, deine Frage beantworten, weil es nicht findest, oder es einfach nicht zu dir passt. Und dann brauchst du halt schon, finde ich, jetzt kommst du trotzdem nicht um die persönliche Betreuung herum. Und dann hat es halt auch wieder seinen Preis, glaube ich. Und dann sehen sie es aber auch hoffentlich, oder den Mehrwert, den man bietet, im Vergleich zu einer App. Ja, bitte. Was sind so Top 5 Themen, die ich immer frage? Ich habe es gehört von Desiree vorher. Entschuldigung, was sind so Top-Themen jetzt von der Jungen, wo sie sehr viel von der Desiree gehört haben, über Nachhaltigkeit, aber was sind so Top 5 Themen, die quasi immer aufkommen von euch, von euren Beobachtungen her? Es ist sicher Kostentransparenz, das ist auch, geht in das Thema hinein, dass sie alles verstehen wollen. Nachhaltigkeit, ja, würde ich auch sagen.
Zugang einfach zu den Vermögenswerten. Die wollen 24-7 einfach Zugang haben. Nicht zuerst jemanden anrufen und dann mal ein Mail bekommen, sondern sie wollen jederzeit schauen, wie es steht. Ja. Es gibt noch ein anderes Top-Thema bei einem gewissen Teil der jungen Kunden. Wie lange langt mein Geld? Und das ist ein riesiges Thema. Und ich hatte zwei junge Generationen, die haben sich trotz aller Beratung haben die sich zu Tod gewirtschaftet, grosse Vermögen geerbt und haben nach 10 Jahren nichts mehr gehabt. Und du kannst als Vermögensverwalter, ist das wahnsinnig schwierig, da Einfluss zu nehmen, dass das nicht schief kommt. Oder? Und die Frage kommt immer wieder, wie lange lange mein Geld und was kann ich für Renditeerwartungen haben, damit ich mir den Lebenswandel leisten kann, den ich jetzt habe. Weil man weiss, mit der Zeit, mit dem Alter steigen die Bedürfnisse und abschrauben ist immer schwierig. Und das ist auch eines von diesen Themen, das immer wieder kommt. Ich glaube, ein anderes Thema, das Markus vorher angesprochen hat, ist das Wissen. Also ich glaube auch, dass man nicht versucht, Bullshitten und alles zu erzählen und versuchen, irgendwie das Unwissen irgendwie zu bedecken, dass man viel sagt, sondern wirklich auch mal sagen, okay, das ist nicht unsere Expertise. Gerade wenn es darum geht, auch Bitcoin oder Blockchain-Solutions oder andere Krypto-Lösungen in Betracht ziehen, dass man dort sagt, man zieht sich einen Partner ins Boot, wo man eng zusammen schafft und zu denen dann auch gewisse verlängerte Erben bietet. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil man kann nicht alles wissen. Ich glaube, das ist ja viel transparenter und ehrlicher, wenn man irgendwo sagt, das ist nicht unsere Expertise. Das kann auch mal irgendwie gehen, wenn es Richtung Immobilien oder sonst irgendwelche kunstspezielle Ausrichtungen geht. Also ich denke, dort ist wirklich einfach extrem wichtig, ehrlich sein, transparent sein und ein Begleiter sein. Gleiche ist mit vielleicht auch anderen Sourcen, die man bietet. Ich glaube, so ein bisschen, wenn denn die neue Generation noch eine persönliche Beratung will und den Bezug auch möchte, dann wenn es ein Mehrwert. Und dann wenn es eben auch, wahrscheinlich so ein bisschen, was du gesagt hast, oder wirklich auch Zugang zu Anwälten, zu einem guten Netzwerk, zu etwas, was sie persönlich weiterbringt. Und ich glaube, das ist dann wirklich etwas, wo du auch schon gesagt hast, mit den Events oder sie machen lassen, wo ihnen einen Mehrwert gibt. Und ich glaube, das sind einfach also die Fragen, die sie sehen wollen, dass das Unternehmen eine ehrliche DNA hat, das ehrlich meint mit einem und da nicht irgendwie etwas vertuscht wird und irgendwie wirklich in pure Transparenz versucht, so gut wie möglich einen Tag zu legen. Ja, wenn ich da auch noch etwas anfüge, ich glaube, vor allem das Krypto-Thema ist etwas, was bei uns doch sehr regelmäßig aufkommt. Ich weiss nicht, ob es daran liegt, dass wir nur mit amerikanischen Kunden arbeiten und dass dort noch ein bisschen mehr im Kopf ist. Was meine Erfahrung dort ist, unser Unternehmen bietet dort nichts an, aber es kommt extrem gut an bei den Kunden, wenn sie merken, dass man informiert ist, dass man daraus kommt, dass man eine Meinung hat und dass man sie, wie es Desiree gesagt hat, vielleicht in die richtige Richtung kann weiterempfehlen oder schicken. Und ich glaube, man muss nicht über alles Bescheid wissen, muss nicht überall ein Spezialist sein, aber ich glaube, so ein bisschen über die neueren und moderneren Themen kann es sicher nicht schaden, wenn man gut informiert ist, ein bisschen weiss, was läuft und vielleicht auch kann begründen, warum man es nicht macht und nicht einfach gar nicht weiss, was der Kunde überhaupt fragt. Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage, wenn es eine gibt und sonst würde ich dann auch zurückgeben. Perfekt. It's okay. Perfect. We can say a big thank to Jamie. Thank you very much to all of you. You had this idea of panel discussion 1 year ago, so I'm happy that you could realize it, and I hope that I hopefully will address again this topic, I think, in the near future. Thank you very much. Absolutely. Thank you so much.